Hallo und willkommen zurück wieder zur 21. Episode von The Walking Dead. Ich sage jetzt nicht mehr Season 2, weil jetzt ist es ja offiziell, wir spielen ja 2, 3 und 4 hintereinander durch. Das heißt, bei The Walking Dead. Wir sind in der Season 3 inzwischen angekommen. Das ist die erste Folge. Wir haben eine neue Familie, die wir quasi begleiten. Und wir wissen jetzt schon, wir werden Clem wieder treffen. Also von daher freut euch schon mal drauf. Wir werden also auch erfahren, wie es Clem inzwischen geht. Jetzt geht es aber erstmal hier darum, Vorräte zu finden. Und wie jeder guter Adventure-Spieler fange ich nicht mit dem an, was direkt vor mir offensichtlich ist, sondern gehe erstmal zurück. Weil wie wir ja wissen, jeder guter Programmierer verarscht die Leute erstmal damit, dass er das, was besonders interessant ist, versteckt. Nothing good left. Nichts Gutes übrig. Alle guten Sachen wurden schon geplündert. Okay. Dann eben nicht. Just rotting bits of old rubber and tires. Kautschukstücke. Most of the dashboard is torn out. Seats are gone. Rausgerissen. Die Sitze sind weg. Das Ding ist tot. Wir gehen jetzt erstmal weiter nach links. Das ist ja der Truck von uns, mit dem wir gekommen sind. Hey, die Grafik schön. Any luck, kiddo? Schöner, ist besser geworden. I need a pen. Glück gehabt, ich brauche einen Kugelschreiber. Or a pencil. Just something to write with. Yeah, I guess you are a little too old for crayons now. Ich denke, du bist etwas zu alt für Buntstifte, oder? I guess so. Ich glaube schon. Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. Meine Mutter mir immer vor Schlafengehen erzählt hat. Ich konnte sie früher nicht leiden, aber dann ist mir aufgefallen, ich kann mich nicht an das Ende erinnern. Es war ein albernes Ende, das sie so witzig und so dumm fand. Ich möchte alles, was ich erlebt habe und alles, woran ich mich erinnern kann, aufschreiben. Wenn ich alles vergesse, ist alles weg und damit irgendwie auch zumindest ein kleines bisschen ich. That's a great idea, Mariana. Das ist eine großartige Idee, Mariana. Naja, man soll ja Kinder supporten. Könnte ja schlecht sagen, das war eine dumme Idee, oder? Waste oil. Altöl. Können wir nicht gebrauchen. Wofür ist Altöl eigentlich gut? Kann das recycelt werden? Ich kenne mich damit nicht aus. Ah, da ist doch ein... Nein. Oh, that's gross. Das ist eklig. Okay. Okay, jetzt tut es mir leid, dass ich das getan habe. Ja, schon. Aber wir müssen ja sicher gehen, dass da nichts drunter ist, ne? You find anything? Hast du etwas gefunden? I can't stop thinking about that. Diese Herde nicht aus dem Kopf. We get caught in it, wenn wir and that's von ihr eingeholt it. Werden, Peace, war es mit, es mit uns. Can't charm your way out of that one. Aus dieser Situation kommen wir nicht gone raus. In seconds. Hey, don't think about that. Denk nicht darüber We're careful. Nach. We're wir smart. Sind vorsichtig und schlau. We'll sie werden uns nicht einholen. Luck runs out just as easily as gas. So schnell wie aus wie Benzin. There's gonna be a last one, irgendwann you know? Ist immer Schluss, a weißt last tank du? Gas. Der letzte Benzinkanister, der letzte Happenessen. What if this place was, is wenn empty? Es hier nichts and, gibt? And the next? Oder beim nächsten? Oder the beim next? Nächsten? We're not gonna let that happen. Wir werden das nicht zulassen, okay? Okay, okay. Ich werde einfach 5 Minuten abwarten. I let it have its 5 minutes. Okay. I'm good. Passt schon. Ist natürlich eine Lösung, einfach jetzt mal 5 Minuten abzuwarten und auf der Art, ja, vielleicht findest du ja was. Da hinten scheint es ja nicht weiter zu gehen, wir gehen mal nach da. Oh doch, da geht es auch weiter. Ach, ich glaube nicht, dass die Reifen zum Wagen passen würden. Also, wir stellen fest, es ist deutlich
adventure-lastiger geworden. I wouldn't have minded having one of these back in the day. Gerne gehabt. Come to Papa. Komm zu Papa. Schön, hat er sich aber schön gebastelt. Barely anything. Kaum etwas. I'll need to find more. Muss mehr finden. Oh, der Lichtschein von der Taschenlampe, das ist schon cool. Acetylene. Handy for welding. Für Schweißgerät, not much else. Sonst nichts weiter nützlich. Once this car made someone very happy. Hat mal jemanden sehr glücklich now gemacht. It sits here. Jetzt steht es hier und rudert vor sich hin. Así es la vida. Así es la vida. So ist das Leben, glaube ich, heißt das, ne? Where steht da hinten drauf? Ich muss jetzt erstmal überlegen, was mit diesem Rechtsschwing gemeint ist. Aber es war rechts drücken gemeint. Ach, nicht viel, aber jedes bisschen hilft. But every bit helps. Das stimmt wohl. That could hold a lot of gas. Könnte jede Menge Benzin aufnehmen. Could be really handy if we stayed for a while. Wenn wir eine Weile bleiben. Haben wir ja nicht vor. So, also wir müssen jetzt in den hinteren Teil reingehen, offensichtlich. Nothing up there but garbage. Müll. Tires, Reifen, paint cans, Dosen, alte Zeitungen, newspaper. All that's left in this junkyard is nur Schrott. Junk. Deswegen ist es ja auch ein Schrottplatz, ne? Some sort of fuel eine Art tank. Treibstofftank. Das machen wir aber jetzt erstmal nicht. Wir gucken uns weiter um. Too risky to search up there. Das ist so riskant da unten. Doesn't look stable. Sieht nicht stabil aus. Oh, da geht es nicht weiter. Ich dachte, man könnte einmal rund gehen. Müssen wir jetzt nach links gehen und dann später die Leiter nehmen. Die Folge müssen wir übrigens was kürzer machen, weil die letzte Folge war auf jeden Fall zu lang. 10 Minuten zu lang, also von daher. This one looks promising. Das sieht hier sehr vielversprechend aus. Bingo. Bingo. What's going on in there, buddy? Was ist hier los? I'm in a bad mood, okay? Ich bin einfach schlecht gelaunt, okay? I wanted to go away, but... Ich will, dass es vergeht, aber das tut es nicht. You won't. I just wish we weren't always on the road. Ich wünsche nur, wir wären ständig unterwegs. Like being with other people. Ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen. Just... We're in that car so damn long. The AC hasn't worked in ages. And then... It ain't my last damn tape. Well, that's a sweet idea. Das ist eine schöne Vorstellung. But it's safer to keep moving. Aber es ist sicherer, weiterzugehen. I don't know. Ich weiß nicht. Maybe just leave me alone. In Ruhe lassen. Okay. Okay. But if you want to talk later, wenn du später reden willst, dann around. Er hat's versucht. Mehr konnte er nicht machen. Noch mehr scheint hier auch nicht zu sein. Ich finde es schade, dass wir diesmal nur 20 Minuten noch spielen können, weil
Ich finde das gerade so cool. Guck mal, auch hier so ein bisschen 3D-Effekt, auch hier wieder mehrere Layers benutzt, ne? Nicht schlecht. Looks like there's more to see up here. Da oben scheint es noch mehr zu geben. Any luck? Sieht so aus? Ein bisschen, nicht genug. Not enough. Gabe? Gabe? Hey, Gabe. Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Lass uns hinten nachsehen. Gabe, stay close to Hobby. Gabe, bleib in Javis Nähe, verstanden? Oh, all right. Okay. Hey, look. Hey, guck mal. Da ist einer, den sie nicht auseinandergenommen haben. Good catch. Gut gemacht. Scheiße. It's locked. Geschlossen. All right. Okay, dann machen wir. Here goes nothing. Ah. So. Fuck yeah. Fuck yeah. Absaugen. Look at all that fuel. Guck mal, das ganze Benzin. This is gonna take a while. Das hier wird eine Weile dauern. Locked. Verschlossen. Naja, oh, immer well. Noch war noch Benzin. At least it had some gas. Komisch, dass wir das nicht aufbrechen können. Shit. Scheiße. Ich habe echt schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh, hat. Looks like it came from in there. Von da drin. Gabe, stay close. Bleib in der Nähe. Wollen die nicht lieber gucken, dass der Tank da nicht überläuft oder so? Jetzt schon beklemmend. Looks pretty run down. Runtergekommen aus. Locked. Verschlossen. Not gonna be able to pry this open. Nicht aufstemmen können, verdammt. Damn it. Scheint sie aber zu lohnen. Might be able to get in through the hatch. Die Luke hineingelangen. Ich liebe es, unter Wohnmobil drunter zu kriechen. Ransacked a long time ago. Vor langer Zeit durchsucht. Oder unten drunter gehen, gucken uns lieber noch was um, aber hier scheint sonst nichts zu geben. Also werden wir wohl reingehen müssen. Oh, Division 241 ist gerade fertig beim Hochladen. Yeah, hit me baby. Gabe, come check this out. Das an. Boah, cool. Not the cleanest place. Schön sorgen. No muertos, at least. Okay. Immerhin keine Muertos, keine Toten. Just be careful. Sei vorsichtig.
It looks pretty comfortable. Sieht ganz gemütlich aus. Sieht so ein bisschen aus, gross, als wenn hier jemand anders schon ist. Und ziemlich verdreckt, hat er noch gesagt. Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. There's enough food in here to keep us going for a long time. Hier kommen wir einige Wochen aus. Oh, check it out. Seht euch das an. This is actual, honest to God pudding. Seriously? Pudding. It's not just food. Und hier ist nicht nur Essen. Es gibt auch eine Matratze und Decken. Die Matratze von jemand anderem. Die Decken von jemand anderem. Wir sollten uns einfach nur unser Benzin nehmen und losgehen. Well, you gotta admit, it's kinda cozy. Muss zugeben, das hier ist irgendwie gemütlich. The van is cozy. Der Wagen ist gemütlich. Das hier ist unheimlich. Come on, one night. Komm schon, eine Nacht. Wir schlagen hier unser Zelt, Lager auf, essen eine richtige Mahlzeit. Es wäre schön, nett zur Abwechslung, nicht einmal im Wagen zu schlafen. Bitte. Diese Herde kommt her, falls sie nicht schon da ist. Wir sollten gehen und ihnen vorausbleiben, solange wir es können. Keine Sorge, das ist wirklich ein Wir müssen das besorgen, wofür wir hier waren, und dann weiterfahren. In our shitty cramped scheiß engen Wagen. Komm schon, lass uns wenigstens das Essen nehmen. Ja, natürlich, das nehmen wir. Ist doch klar. Ah, die macht sich nicht ohne Grund Sorgen. Sie sagte 4 Stunden, ne? Also viel Vorsprung haben sie ja nicht. Thanks for that. Danke dafür. Backing me up and all. Mich unterstützen und das alles. How does it feel to be the bad guy this time? Dieses Mal der Böse zu sein. It must be a new sensation for you. Oh no, oh boy, sleeping in the van again. Wagen. Ich sag mal so, du schuldest mir was. All I'll say is you definitely owe me one. Ach ja, yeah, klar, du schuldest mir you owe me like a dozen. Mal, so, also I'll just shave it off your tab. Einmal davon ab. Hey Kate. Hey Kate, kannst du kommen und uns hierbei helfen? Ja. Hey, du wolltest dich gerade mit einem anderen Problem behelfen. This way you can make up for being the bad guy. So kannst du es wieder gut machen, dass du der Böse bist. Danke. Schnapp euch etwas Benzin, wir müssen bald los. What the fuck do you think you're doing with our gas? Was denkt ihr, macht ihr mit unserem Benzin? Go on, speak up! Los, rede. I'm sorry, man. Tut mir leid, it's just a can. Ich dachte nur, ein Kanister. We needed it really bad. Wirklich. Ja, scheiße, wusste ich doch. Du bist nicht alleine unterwegs. You ain't the loner type. Du bist kein Einzelgänger-Typ. I can tell. Das sehe ich. I know you got people. Ich weiß, dass du jemanden dabei hast. Look, don't worry about them. Also, mach dir keine Sorgen darüber. Sie sind abgehauen und sie kommen nicht wieder. Just up and left you, huh? Haben dich einfach sitzen lassen, was? Fan out, look for the others. Verteilt euch und sucht nach den anderen. Lonnie, you're with me. Lonnie, du bleibst bei mir. War das nicht sowas von klar? Und natürlich kurz bevor wir abbrechen wollen. Hey, you assholes in there. I got you, boy. You don't want him getting shot. Wenn ich wollte, dass ich ihn abknall, kommt ihr besser raus und die Hände hoch. Go on, you first. Los, du zuerst. Wenn deine eigenen Leute dich angreifen, versüßt mir das meinen Scheißtag. Die sind hoffentlich durch die Bodenluke wieder raus. Open it real slowly. Mach sie ganz langsam auf. Don't fuck around with me, boy. Verarsch mich nicht, Junge. Tja, was wohl jetzt passiert, wenn wir sie ganz langsam aufmachen? Das sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Ich nütze jetzt echt den Moment und sage, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns morgen. Und lass uns jetzt erstmal erschießen. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Tschüss. Ich lass mich erstmal erschießen. Extra für euch hier. Hauptsache, die Folgenlänge wird nicht zu lang. Tschüss.